One Piece Kapitel 978 ist nun endlich raus und wir kommen näher, immer näher zum Kampf gegen Kaido. Heute haben wir ein vorbereitendes Kapitel mit einem sehr interessanten Catch und einem Hinweis von Oda. Wir gehen nur detailliert drauf ein. Los geht's. Und damit, Leute, was geht ab? Wir kommen zu One Piece Kapitel 978 Review. Bevor es aber losgeht, doofe Nachricht, nächste Woche ist leider Pause und das wird sich vermutlich jetzt über die nächsten 2-3 Wochen genau so halten, also dass wir ein Kapitel kriegen, dann wieder Pause. Sprich, wir haben jetzt das Kapitel, nächste Woche ist Pause wegen der Golden Week, ja, die legendäre Golden Week, wer kennt sie natürlich nicht, ja. Dann gibt es das nächste Kapitel vermutlich wieder am 8. nächsten Monat, dann gibt es wahrscheinlich wieder eine Woche Pause und so weiter und ich hoffe, das bleibt dann so, ja, also lieber so, als dass wir jetzt die ganze Zeit irgendwie Pause haben, 4-5 Wochen oder sowas, ja. Deswegen müsst ihr alle Däumchen drücken, dass es dann normal, relativ normal weitergeht, aber hier zur Info, nächste Woche ist erst einmal Pause. Der Titel des Kapitels bedeutet oder heißt Einführung der Tobiroppo. Also Tobiroppo, das sind die Flying Six. Ja, Tobiroppo ist wahrscheinlich die japanische Aussprache. In dem Sinne, also die Flying Six. Wir hatten ja zwei Stück schon kennengelernt. Einmal X-Drake und Page One. Und in diesem Kapitel kriegen wir die Flying Six an für sich erst einmal zu Gesichter, sie werden endlich vorgestellt und das Kapitel im Allgemeinen ist eher ein einführendes Kapitel, also hat einen einführenden Charakter. Hier macht sich jeder jetzt auf seinen Plan mehr oder weniger, oder den Teil des Planes mehr oder weniger zu vollbringen. Ja, Law geht mit seinen Leuten unter Wasser, das war ja der Plan von Trafalgar Law, dass wir, ich sag mal, zwei Ablenkungsmanöver theoretisch haben. Einmal Ruffy und Justice Captain Kid, die ja eh immer sich nicht an den Plan halten, die halt immer vorne an der Spitze für Chaos stiften oder Chaos sorgen. Dann natürlich auch die ursprünglichen Leute, die man, oder wo man halt gesagt hat, okay, das war der eigentliche Plan. Die werden aber ebenso als Ablenkung verwendet und Trafalgar Law, die benutzt jetzt mit dem U-Boot den Seeweg, um nach hinten zu Onigashima zu gelangen, um über die Berge angreifen zu können. Und wenn mir in diesem Kapitel eine Sache essentiell aufgefallen ist, dann das Oda, das hier mit voller Absicht so gemacht hat, ja, uns einen Hinweis vermutlich, denke ich mal, eher liefert und das ist schon eine sehr, sehr interessante Sache. Wir hatten ja vor kurzem Jimbei, der die Crew jetzt offiziell beigetreten ist, ja, der jetzt bei den Strohhüten am Start ist und hier ebenfalls jetzt schon so ein Kandidat oder eine Kandidatin eher, die ja schon seit langer Zeit in allen Theorien mit vorkam, dass die potenziell die nächste ist, die den Strohhüten beitreten wird, ja. Es ist Carrot, ja? Denn wenn ihr euch mal anschaut, wie Carrot in diesem Kapitel gezeichnet wird, dann werdet ihr feststellen, dass sie nie auf den Seiten oder auf den Panels mit den Minks zusammen zu sehen ist, sondern mit den Strohhüten. Das sieht man hier zwei, dreimal richtig essentiell in diesem Kapitel, dass Carrot bei den Strohhüten selber ist und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das pure Absicht von Oda ist und dass Carrot hier definitiv ein potenzielles neues Mitglied sein wird. Also die Wahrscheinlichkeit, die steigt immer weiter. Ja, jetzt gerade nach dieser Thematik des Traitors, wo Carrot ebenfalls eine Kandidatin halt war, aber wo sich das natürlich jetzt durch Kanjuro erledigt hatte, ist hier Carrot stets im Panel der Strohhüte. Ja, sie ist immer mit denen zusammen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit immer höher. Und ich persönlich muss einfach sagen, ey, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Carrot nach diesem Arc schlussendlich dann mit Ruffy weitersegeln kann. Denn sie möchte ebenfalls das Meer mal erkundschaften, beobachten, bereisen, wie auch immer. Das ist ja so dieser kleine Traum von Carrot, das vollenden, was Pedro zum Beispiel nicht vollenden konnte. Und das ist mir in diesem Kapitel aufgefallen. Ich weiß, die meisten von euch haben das Kapitel vielleicht schon gelesen, aber falls ihr es noch nicht gelesen habt und ihr zufälligerweise jetzt das Video hört, ich weiß es natürlich nicht, achtet mal auf Carrot, wie Oda sie zeichnet, wo sie positioniert ist, etc. Ja, das ist schon eine sehr, sehr interessante Sache. Und nun gehen wir auf zum nächsten Punkt. Naja, und endlich sehen wir Onigashima, die Insel an für sich, diesen riesen Schädel, ja, aus vermutlich Knochen und dieses riesige Schwert, da gehe ich gleich natürlich auch nochmal drauf ein und an für sich Onigashima ist ja die Insel oder die Hauptinsel von Kaido, dort residiert er, dort lebt er mehr oder weniger und was ich mich frage ist, was ist das eigentlich für ein riesiger Schädel? Ist das ein echtes Lebewesen damals mal gewesen? Irgendwann, irgendwie, ja? Also das ist ja
von der Größe, von der Dimension her könnte das ja genauso gut, also zwar jetzt nicht der Kopf von Sunisher sein, aber von der Größenordnung, ja, Sunisher ist ein sehr, sehr seltenes Lebewesen in der Welt von One Piece, sagen wir mal so. Und was ist, wenn es mehrere solcher riesigen Lebewesen gegeben hatte damals und eins von diesen Lebewesen, ja, hatte so einen Schädel, beziehungsweise so einen Kopf. Das ist schon sehr, sehr heftig, ja. Also wie riesig das Teil ist, das ist ja schon wahnsinnig groß und wir hatten ja immer nur auf so einer kleinen Minimap immer so diesen kleinen Schädel gesehen, aber dass diese Ausmaße wirklich so groß sind, das ist schon echt faszinierend und ich bin mal gespannt, was sich dahinter für eine Story verbirgt, ob da eine Story hinter verbirgt, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen und was für eine Bedeutung dieses Schwert haben könnte. Naja, und nun geschieht es. Sie infiltrieren Onigashima. Der Kampf gegen Kaido steht jetzt in den Startlöchern und muss ich ganz klar sagen, eine sehr, sehr, sehr epische Szene ist, dass die ganzen Schiffe da versenkt werden. Ja, Kinemon sagt ja hier, die müssen sinken, die müssen hier untergehen, weil wir keine Schiffe für die Rückkehr brauchen werden. Und das ist schon so diese, ja, das ist einfach so dieses diese Mentalität eines Samurais, ja, der ziemlich entschlossen ist. Ich meine, die warten 20 Jahre, also natürlich jetzt abgesehen die jetzt in die Zukunft geschickt wurden, aber diese 20 Jahre, ich glaube, die sitzen sehr, 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 sehr tief in den Knochen und das zeigt dir nochmal so diese Mentalität, diese krasse Entschlossenheit, wo ich sagen muss, ey, nice, finde ich sehr cool, wie Kinemon hier das Ganze aufbaut, finde ich sehr cool und das Ganze geht dann so weiter, dass Kinemon dafür sorgt, dass jeder hier sein Kostüm kriegt, ja, und finde ich sehr cool, dass die hier so alle so diese Kaido-Kostüme kriegen, ja, mit den Hörnern und so. Ich habe was sehr Spezielles, wobei ich sagen muss, ich freue mich schon, wenn Ruffy sein normales Outfit wieder hat. Ja, ich finde das mit diesem Umhang und so, finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, ich bin gespannt, wann sich diese Outfits wieder ändern werden. Ich denke, das wird auch nicht mehr allzu lange dauern, weil Ruffy und Co. da ja natürlich ziemlich aggressiv nach vorne dringen werden und da wirklich ganz, ganz viel Chaos stiften. Naja, weiter geht's dann wirklich auch bei der Party im Großen und Ganzen. Queen ist hier ziemlich Stimmung am Machen und Queen ist halt einfach ein witziger Charakter, da gibt es nichts, wie er hier alle versucht zu animieren, ja. Erst die Waiters, dann die Pleasures, dann die Gifters, ja, und dann will er die Flying Six hören, so. Die ignorieren ihn und er hört da einfach nur so und hört nichts. Also, das war schon lustig. Also, Humor ist hier trotzdem noch am Start, auch wenn es jetzt hier ernsthaft gegen den Kaiser gehen wird. Und selbst Queen, er geht auch für die Numbers, ja, und die Numbers, die haben eine sehr, sehr interessante Lache. Einmal könnt ihr nämlich hier lesen, Go-Ki-Ki-Ki, ja, also das ist wahrscheinlich die Lache von Nummer 5, ja, weil Go quasi von 5 herkommt, ja, dann haben wir einmal die Lache Ha-Sha-Sha-Sha, also Hashi ist ja 8, ne, und das sind wahrscheinlich Number 8 quasi, also die scheinen hier doch irgendwie ein bisschen auch Humor zu haben und ich bin gespannt, sehen tun wir sie leider nicht, das ist sehr, sehr schade, aber ich denke, das wird auch nicht mehr lange dauern. Dasselbe, wir sehen hier auch noch Orochi, der hier sich natürlich auch noch feiern lässt. Ihm geht es hier ganz gut. Noch, ja, also es geht jetzt langsam los und dann sind wir endlich die Flying Six. Ja, ich meine, was soll ich sagen? Ja, man kann die eigentlich nicht cooler introducen hier in dem Manga, aber was die Stärke angeht, ich weiß nicht, ja. X-Drake, wir kennen Page One mittlerweile. X-Drake können wir so vage einschätzen. Ja, der wird vermutlich da schon eine Hausnummer sein, aber ich weiß, also die Flying Six, die werden, ich denke mal, keine allzu große Rolle spielen. Ja, das werden Charakter sein, die halt wirklich die etwas anderen Hauptcharakter in diesem Arc, in dieser Allianz von Ruffy, gegen die gekämpft werden wird. Also, wir werden nicht sehen, wie ein Ruffy, Zoro, Sanji oder Jinbei oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen von denen gegen die kämpfen sehen. Eher zum Beispiel Nami oder ja, Chopper, dass wir sehen, dass Lysop hier gegen jemanden kämpft oder so. Also, das denke ich eher, wenn überhaupt. Aber ich weiß nicht, wie ich die einschätzen soll. Ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist schwierig, ja, dass man hier jetzt wirklich was Episches rausholt, ja. Vielleicht werden sie einfach nur ein Warm-up für vielleicht Sanji oder weiß ich nicht was, ja. Aber ich muss eins sagen,
Rageborn sieht cool aus und er sieht so ein bisschen aus wie ein Teenie, ja, kann das sein? Also so ein bisschen jugendlich, ja, also sein, dieses eine Panel, wo man nur sein Gesicht sieht quasi, das, ja, täuscht vielleicht sogar so ein bisschen, ja. Er ist genauso groß wie X-Drake, dürfen wir nicht vergessen, ja, also er scheint noch nicht wirklich alt zu sein, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber finde ich sehr cool, wie man die hier eingeführt hat, ja, Black Maria scheint sehr, sehr groß zu sein und es gibt wahrscheinlich viele, die jetzt denken, oh, dieses riesige Schwert auf Onigashima ist vielleicht von ihr oder so. Ich glaube nicht, ja, denn dieses Schwert ist um einiges größer als normal. Ich bin mal gespannt, was dieses Schwert hier auf sich hat. Also, was es damit auf sich hat. Also, ich bin sehr gespannt, wie es auf jeden Fall weitergehen wird. Und ich muss sagen, der eine, der sieht eher aus wie so ein Fischmensch-Mensch, ja, also es gibt ja diese Halb-Fischmensch-Menschen, ja, wie zum Beispiel Dellinger aus der Don Quixote-Crew von Doflamingo und ich denke, so einer könnte es in der Tat sein. Ich glaube, Jinbei kann ihn vielleicht sogar kennen, wer weiß, ja, der heißt Sasaki und ich bin sehr gespannt, wie oder welche Rolle jetzt die Flying Six hier haben, denn Kaido hat sie wegen irgendetwas hergerufen und ich bin mal gespannt, ja, vielleicht haben sie sogar etwas mit dem Sohn von Kaido jetzt zu tun oder vor, wie auch immer. Vielleicht sollen die ihn holen oder keine Ahnung. Also, ich bin gespannt. Die Tobidopo, also die Flying Six, die haben wir jetzt endlich vollständig. Die werden strong sein. Wir haben ja leider keine Kopfgelder von denen. Bin ich mal gespannt, ob Oda hier das noch mit beabsichtigt, dass er die Kopfgelder jetzt nach und nach droppen wird. Die Big Mom Piratenbande, die ist ebenfalls auf Onigashima. Wo genau sie sind, keine Ahnung. Aber hier hat man, oder hatte ich zumindest das Gefühl bei den Flying Six, ja, hier ist der ein oder andere für einen Verrat zu haben. Also so vom Gefühl her. Ja, sie lästern über alle, ja, über Queen wird gelästert, hier und dort wird gelästert, also selbst über Kaido, ja, wird ein bisschen gelästert, also ich bin mal gespannt, wie sich die Flying Six verhalten werden. Im Großen und Ganzen ein Kapitel, was nicht wirklich viel Inhalt zur tieferen Diskussion bietet, einfach, wie ich am Anfang schon bereits gesagt habe, ein einführender Charakter, ja, das ist etwas, was Oda immer separat macht und was er eigentlich auch immer ganz gut macht, aber tiefer kann man jetzt hier in dieses Kapitel nicht großartig gehen. Falls ich noch was finden werde, werde ich natürlich im Nachhinein irgendwie ein Video oder so dazu machen. Ich werde euch definitiv am Laufen halten. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wäre sehr nice. Gerne auch ein Abo da lassen, falls euch das Video gefallen hat und ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen entspannten Tag, macht's gut, haut rein, ciao und tschüss.